Und damit herzlich willkommen. Ihr habt schon gesehen, was ich mir gekauft habe. Ich habe mir die Nintendo Switch mit Mario Kart 8 Deluxe geholt. Die gibt es leider nicht in einem Bundle mit Mario Kart 8 Deluxe, leider. Ich wollte mir die Switch schon seit sehr langem holen und ich bin froh, dass ich das jetzt getan habe. Und zwar werden wir sie jetzt einfach in diesem Video unboxen. Hier, das gute Stück. Diese Teile sind schon sehr hartnäckig, machen die Packung ziemlich gut kaputt. Perfekt. Ich hätte eine Schere holen sollen. Warte mal. Ihr könnt die schöne Rückseite anschauen von der Verpackung. Wenn ich eine Schere besorge. So. Schön eine Schere gefunden aus meiner Grundschule. Und ich habe die Vorhänge zugemacht, dass man nicht so sieht. Ich mache ein bisschen runter, dass man die ganze Verpackung sieht. So, ist das schon besser. Und zwar werde ich hier sie unboxen. Ich weiß nicht, an welchem Tage das Video rauskommen wird. Auf jeden Fall habe ich heute News über Mario Bros. Den Part 9 aufgenommen. Nur um das zu sagen, weil ich darüber nochmal erzähle in dem Video über die Switch, das ich mir heute kaufe oder jetzt gekauft habe. So, und hier ist das Teil. Ich nehme mal die Kamera hoch. Egal, ob es dann nicht gut gefilmt wird. So, ich muss mal den Henker hier... Das Teil hier reinmachen. Ich suche mal nach dem Aufmachteil. Ich habe jetzt nur eine Hand, weil ich habe kein gutes Stativ. Also gar kein Stativ. So, wir machen es hier mal auf und schauen, was ist denn alles so Schönes hier drin. Und hier sind schon die Joy-Cons und das Gamepad in Anführungszeichen. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. So hier, ich hoffe mal, man hat hier Platz. Alles in meinem Zimmer ist unordentlich, das ist ja dieser kurze Teil hier. So, ich muss das mal öffnen. Ich tue mal die Kamera abstellen. Jetzt kann man das hier ein bisschen sehen. Ich weiß nicht, ob die Kameraeinstellung gut sein wird. Es tut mir leid. Oh, es ist rausgefallen. Hier kann man einfach rausmachen. Okay, dann ist die Pappe ziemlich sinnlos. Hier der erste Joy-Con, der mit den A-Knöpfen und sowas. Holen wir mal gleich raus. Oh Leute, die fühlen sich irgendwie nice an. Auch ein bisschen so kantig. Dann holen wir mal den zweiten raus. Hier ist Nummer 2 mit den Steuerkreuzteilen als so runde Tasten, dass man sie nicht verwechselt mit den A-Teilen. Und jetzt noch das. Ach, wie hätte man das? Keine Ahnung, ob ich es richtig rumhalte. Ich glaube so. Na, ich schneide es lieber raus, wenn man mich sieht, weil ich will nicht mich zeigen. Auf jeden Fall, so. Wir machen jetzt mal die Teile hier ran. Wie macht man das? Ich will nichts kaputt machen. So, ach so, von hier oben. Perfekt. Erster Joy-Con ist dran. Und jetzt noch der zweite. Ich sitze hier gerade echt wie ein Affe. So, das ist die. Das Gamepad von der Nintendo Switch kann man hier nochmal schön von oben anschauen. Da seht ihr auch noch meine Decke. Da ist noch ein Lego Adventskalender. Geil. Wenn man hier irgendwas Dummes sieht, dann werde ich da wahrscheinlich auch ein bisschen gut cutten. Hoffe ich mal. Das Video wird auch später rauskommen, denn hier das nächste, was wir hier mal rausholen aus der... Oh, sorry, das Kamerabändel. Das ist ein bisschen schwerer für mich, das zu filmen. Und das Licht ist auch nicht wirklich gut, es tut mir leid. Aber ich wollte das jetzt hier unbedingt filmen. Hier eine Anleitung, aber das braucht man nicht, denn ein Verbindungskabel, ich schätze mal, das ist der HDMI-Kabel. Dann noch Anschlusskabel und sowas, wenn wir alles noch anschließen wollen. Wir suchen jetzt erstmal nach der Konsole und nach... Hier ist der Ständer. Der Ständer. Ja, okay, ich weiß nicht, wie man das nennt. Einfach der Aufladeteil wahrscheinlich auch für die Joy-Cons. Ich werde die mal da ran machen. Oh, ja. Ist ein bisschen blöd, ich weiß. Aber hier ist das Teil. Kann es stehen? Ja, kann stehen. Da mache ich mal die Joy-Cons ab. Wie macht man die? Muss man die locken erst oder kann man die einfach so abziehen? Ich will natürlich jetzt hier nichts schrotten. Boah. Was soll ich vorspielen? Ach so. Hinten gibt es einen Lock-Button hier und End-Lock-Button. Den kann man da mit ran und abmachen. So, mal den ersten dran. Und noch Nummer 2 ab. So, ganz einfach. Hinten immer den Lock-Button gedrückt halten und passt es da rein? Passt es da nicht rein? Ah doch, ich habe es nur falsch gemacht. So, das ist nochmal das Pad hier, wo man die ranmachen kann. Das geht auch als Controller, würde ich denken. Fühlt sich ein bisschen groß an, aber es ist auch ganz nice gemacht. Fühlt sich alles ein bisschen so an wie Pappe, aber es ist auch nicht so wichtig, weil es geht ums Spielen und es fühlt sich ganz gut an, wenn man es hält. So, natürlich mal das Zeug, was wir hier schon haben, an die Seite. Und wir gehen nochmal hier das weitere rausholen, hier noch einen Teil, um die Seite zu machen. Ich glaube, da kann man das dann so
mit der Hand festmachen, aber das werden wir jetzt noch nicht mal benutzen. Denn wir wollen jetzt erstmal hier schön mit Platzfolie, nice. Da habe ich noch was, wo ich einfach langweilig drücken kann. Nämlich hier, ich hole es mal raus. Erstmal die Folie ab und dann ist hier die Undockstation. Steht hier auch ziemlich nice Nintendo Switch drauf. Kann man jetzt nicht so gut erkennen, sorry. Die Grafik ist nicht die beste und da rein kommt dann das Pad. Hier unten auch noch nicht so wirklich viel interessanten Details, wo auch immer man das anschließt. Hier ist anscheinend das ganze Zeug drin, wo man das dann anmacht. Ich muss mal kurz abmachen hier irgendwie. Was ist das? Ah, hier an den Seiten ist der HDMI-Kabel, glaube ich. Wie man auch immer das dann anschließt. Was sind das für Teile hier? Kann man das damit... Ah, so macht man das auf. Sehr elegant sieht man jetzt hier. Hier geht der HDMI-Out-Teil rein, ein AC-Adapter und ein USB-Stick kann auch rein, was auch immer hier ist, ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie man die jetzt anstöpseln muss an den Fernseher oder sowas. Ich habe ja auch gar keinen Fernseher da. So, hier tut man das dann reinlegen. Das Switchpad, das liegt dann auch da perfekt auf so einem Teil drauf, wo es dann auflädt. So, das ist das Teil und das ist der Controller. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man ihn anschließt. Aber auf jeden Fall war das mal erstmal der... erste Teil von dem Unboxing. Hier ist noch dieser Teil, was man an die Seite vom Switch-Controller ranmachen kann. Ich werde das mal kurz machen. Ich habe hier mal den mit den A- und B-Teilen geschnappt. Und mache ihn hier ran. Das, ja, so. Muss man dann auch wieder den Lock-Button benutzen. Oh. Und wie geht der jetzt ab? Nicht, oder was? Hä, was ist das für ein Teil? Okay. Ich weiß nicht, wie man das abmacht. Ich habe so ein Video gesehen, wo so Tipps drin waren, wie man das abmacht. Ich werde das dann noch gleich machen. Naja, ist ein bisschen komisch. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich sie anstecken soll. Ich werde das mal ganz so probieren. Auf jeden Fall war es das jetzt von dem Unboxing erstmal. Aber wir haben ja noch hier Mario Kart 8 Deluxe, was ich auch noch schnell unboxen wollte. Ich wollte mir auch das Modul anschauen. Also ich werde jetzt nicht zeigen, wie ich das anschließe an den TV. Ich wollte einfach nur zeigen, was da drin ist. Mir mal cool anschauen, was da so alles gibt. Ja, ich mache mal die Packung zu. Nichts Spektakuläres. Alles, was man sich erwartet hat hier. So. Das Teil ist zu. Die Packung ist zu. So, und jetzt holen wir noch schnell Mario Kart 8 Deluxe raus. Die Packungen sind viel kleiner als die von der Wii U und ich finde es auch besser, damit man sie einfach eher portabler mitnehmen kann. Es ist ja auch, die Switch ist portabler eher. So, machen wir mal den Plastikscheiß hier rumrum ab und haben das Spiel hier jetzt mal draußen. Und wir öffnen es mal. Ich wollte mir unbedingt die Module anschauen. Die sehen sehr aus wie SD-Karten, fühlen sich auch hinten, sehen genauso aus. Ich habe noch nie so ein Switch-Modul gesehen. Hört man jetzt mal schön. So, da drin auch noch ganz cool gemacht. Man muss die so seitlich reinstecken. Ziemlich nice. Die hintere Packungsteil kann man jetzt nicht so gut zeigen, weil es das Licht blendet. Auf jeden Fall war es das jetzt erstmal vom Switch-Unboxing. Es werden auch noch Let's Plays kommen. Wieder das Kamerabändel ist reingegangen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Okay, das mache ich nicht.